Meditation zur Osterwoche. Jan Lievens, Auferweckung des Lazarus. Art Gallery, Brighton. Tod und Auferweckung sind die großen Themen von Karfreitag zum Ostersonntag. Wir erleben Wochen, in denen viel gestorben wird. Die Krankenhäuser in Bergamo sind zu einem Symbol geworden für menschliche Ohnmacht, selbst wenn sich alle, die können, bis zur Erschöpfung engagieren. Und zum ersten Mal in 2000 Jahren Kirchengeschichte ein Gründonnerstag, Karfreitag, eine Osternacht und ein Ostermorgen in leeren Kirchen. Tod und Auferweckung sind in diesem Jahr auf noch eindringlichere Weise Thema als sonst. Woran können wir glauben? Was dürfen wir hoffen? Ich möchte das mit Ihnen anhand eines Bildes besprechen, bei dem es nicht um den auferstandenen Christus geht, sondern um Lazarus. Einer von denen, die zu früh dahingerafft wurden. Einer, für den man offenbar nichts mehr tun kann. Einer, der nur noch betrauert werden kann. Der Verwesungsgeruch hat sich schon breit gemacht. Jan Lievens, Freund und Kollege von Rembrandt und Rubens, malte dieses Bild um 1630 in Antwerpen. Er malte es während eines der furchtbarsten und längsten Kriege, die die Niederlande je durchzustehen hatten und den wir den Dreißigjährigen Krieg nennen. Ganz Europa im Bann der Gewalt, der Grausamkeit und des Pestvirus. Und darum malte Jan Lievens ein ganz ungewöhnliches Bild von der Auferweckung des Lazarus. Wenn Sie vor der Betrachtung des Bildes die biblische Erzählung nachlesen möchten, Sie finden sie im 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Jan Lievens malt Jesus nicht als den strahlenden Held, den Gemälde des Barock sonst in dieser Szene zeigen. Jesus wurde im Innersten erregt und erschüttert, sagt der Bibeltext. Wie ein Bettelnder steht Jesus da, im fleckigen, abgeschabten Gewand. Die Hände verschränkt. Es gibt für ihn, das sieht der Maler, nichts zu tun, als seinen Vater inständig zu bitten. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Jesus ist nicht der, der den Tod des geliebten Freundes auf magische Weise ungeschehen macht. Jesus ist in diesem Bild ein einziges von oben nach unten. Er ist der, durch den Gott uns selbst dann noch erreicht, wenn tiefes Dunkel herrscht, überall. Im Vordergrund. Und eine Landschaft ist in all der Schwärze schon gar nicht mehr zu erkennen. Jesus ist der, durch den Gott uns selbst dann noch erreicht, wenn tiefes Dunkel herrscht. Das Johannesevangelium spricht von einer Grabhöhle mit einem Stein verschlossen, aus der Lazarus heraustritt. Jan Lievens malt etwas ganz anderes. Er malt das, was ihm näher ist. Eine tiefe Grube, riesig und schwarz gähnend im Vordergrund. Ein Todesschlund wie für ein Massengrab. Und von Lazarus sehen wir nur, wie er die Arme emporreckt. Bleich, klein, dünn, in flehender Geste. Es sind diese blassen, schwachen Arme,
die zu empfangen suchen, was in Jesus von Gott her auf uns zukommen mag. Das wenige Licht lässt Jan Lievens wie einen Spot auf die Szenerie fallen. Schwach fällt sein Widerschein auf den betenden Jesus. Ganz hell leuchtet es auf das Leichentuch. Weggezogen vom Grab verbindet es das Flehen des Lazarus mit der verzweifelten, staunenden Liebe seiner Schwester Maria, links am Rand der tiefen, riesigen Gruft. Dunkel und hell, Tod und Auferweckung. Es ist das Licht in diesem Bild, das beides zusammenführt. Beim Betrachten dieses Bildes dürfen wir uns fragen, wer von diesen Menschen spricht mich an in diesem Moment? Fühle ich mich wie Lazarus, innerlich schon gestorben, aber nun die Hände ausstreckend nach Licht und Leben? Bin ich Maria ähnlich, vom plötzlichen Geschehen des Lebens überrascht, gleichzeitig erschrocken und ergriffen? Kann ich mit dem alten Mann neben ihr mitfühlen? Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass nach Karfreitag Ostern, nach Tod Auferstehung folgt. Aber dieser alte Mann, ganz klar Risikogruppe, kann fassungslos staunen über dieses Zeichen. Kann ich manchmal selbst wie Jesus sein? Innerlich erschüttert von einem Gott, der es gut mit uns meint und der das Leben will, nicht den Tod? Fühle ich mich wie eine der Randfiguren, deren Gesichter im Halbdunkel bleiben, weil der Sprung in den Glauben ein so unerhörtes Wagnis ist? Osterfreude ist kein harmlos fröhliches Happening, sondern ein Weg vom Dunkel ins Licht, von der Tiefe des Grabes in die Gemeinschaft mit Jesus. Lassen wir uns innerlich erschüttern von einem Gott, der das Leben will,